Frau Dörner, guten Abend. Wie geht's Ihnen? Ja, ich bin froh gemut. Das wird Sie nicht wundern. Es sieht ja sehr danach aus, dass ich in die Stichwahl einziehen werde. Das war unser Ziel. Und wenn ich mir die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse angucke, dann ist es auch eine sehr, sehr gute Ausgangslage mit Blick auf den 27. September. Also ich rechne mir gute Chancen aus, tatsächlich nächste Oberbürgermeisterin von Bonn zu werden. Ich frage jetzt einfach mal ganz flapsig, womit haben Sie das verdient oder hat der Amtsinhaber das verdient? Was ist da der größere Sog? Also ich bin ja jetzt die letzten Wochen und Monate sehr viel in der Stadt unterwegs gewesen und meine Wahrnehmung war, dass die Themen, die ich besetzt habe im Wahlkampf, der Klimaschutz natürlich, aber auch die Verkehrswende, Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, mehr bezahlbaren Wohnraum, dass das die Themen sind, die in der Breite der Bonner Stadtgesellschaft von besonderem Interesse sind und dass viele Bürgerinnen und Bürger eben auch die Hoffnung damit verbunden haben, mit mir zu sprechen und mir jetzt auch ihre Stimme zu geben, dass diese Themen dann auch in den Fokus kommen. Und ich glaube, das ist doch für die meisten Menschen relevant für die Wahlentscheidung und darüber freue ich mich. Haben Sie das so erlebt, dass der Corona-Gedanke den Klimaschutz überlagert hat oder hat er den eher sogar noch befördert, wenn Sie mit den Leuten gesprochen haben? Also unter Corona-Bedingungen war es für eine Herausfordererin sicher kein einfacher Wahlkampf. Generell, glaube ich, ein schwerer. Generell nicht, ja. Ich musste meine Zuhörtour, die ich ja zu Beginn und als Auftakt meiner Wahlkampfkampagne geplant hatte, dann kurzfristig absagen. Das war natürlich erstmal kein motivierender Start. Tatsächlich ist auf den letzten Metern der Klimaschutz doch dann ein Thema gewesen, das sehr, sehr viele Bonnerinnen und Bonner bewegt hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Corona komplett überlagert hat. Corona und die Folgen von Corona sind natürlich immer ein relevantes Thema gewesen. Aber dieser sehr heiße Sommer, die Dürre, hat sicher viele Bürgerinnen und Bürger auch noch mal bewegt zu schauen, wer steht authentisch für Klimaschutz in dieser Stadt. Und das sind natürlich Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben vorhin auf die Stadtkarte geguckt und vielleicht können wir das gleich auch noch mal mit dem Kollegen Jan Wiefels machen und haben geguckt bei der Stadtratswahl, wo sind schon Bezirke ausgezählt und wie verfärbt sich die Landkarte entsprechend zu den Farben der Parteien und haben festgestellt, in alten, starken grünen Gebieten sind die Grünen wieder stark, aber sie sind auch in Gebiete vorgedrungen, wo das bisher nicht so gewesen ist. Wir haben geguckt, gerade auch nach Beul, nach Bad Godesberg. Am Hartberg sieht es etwas anders noch aus. Hatten Sie dafür ein Gespür schon im Wahlkampf oder ist das etwas, wo Sie jetzt sagen, da sind auch für Sie noch Überraschungen drin? Also ich sehe das jetzt tatsächlich so aufbereitet zum ersten Mal und es ist extrem beeindruckend, muss ich sagen. Meine Wahrnehmung in den letzten Wochen und Monaten ist aber tatsächlich gewesen, dass die Themen, für die wir Grüne stehen, Klimaschutz, Verkehrswende, Zusammenhalt in der Gesellschaft, wirklich in der Breite der Stadt angekommen sind. Also völlig unabhängig davon, wo ich in der Stadt unterwegs gewesen bin, war der Zuspruch für unsere Themen extrem hoch und insofern freue ich mich natürlich über diese Übersicht, ja, aber total überraschend ist sie für mich dann doch nicht. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Weiter, es da geht sind weiter ganz mit dem amtierenden Oberbürgermeister von Bonn, Ashok Sridharan. Ich sehe ihn schon. Es gibt noch einen Ellenbogenstoß mit Guido Deus. Herr Sridharan, herzlich willkommen. Braucht herzlichen die Dank. CDU heute Abend Trost? Nun, es ist sicherlich nicht das Ergebnis, was wir uns als CDU gewünscht haben, aber es ist ein Ergebnis, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Da müssen wir die Ursachen suchen. Ich möchte mich bei den Wählerinnen und Wählern wirklich herzlich bedanken. Ich glaube, den Mund-Nasen-Schutz kann ich hier abnehmen. Dürfen Sie, ne? Wir haben Sie sozusagen hier hinter Plexiglas geschützt. Also ich möchte mich bei den Wählerinnen und Wählern bedanken, die jetzt im ersten Wahlgang schon für mich gestimmt haben. Es war ja zu erwarten, dass bei der Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten, dass es hier einen zweiten Wahlgang geben würde. Es ist also nicht wirklich überraschend, dass wir in zwei Wochen noch einmal antreten müssen. Und diese zwei Wochen werden wir nutzen, einerseits die Wählerinnen und Wähler, die jetzt schon für mich votiert haben, bei der Stange zu halten, andererseits auch neue Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, zum Beispiel bei denjenigen, die jetzt noch gar nicht zur Wahl gegangen sind. Sie sprachen die Vielzahl der Kandidaten an, der Kandidatinnen, bin ich versucht zu sagen. Sie sind natürlich doch derjenige, dem man immer den Amtsbonus letztlich zumessen würde. Der hat Ihnen nichts genutzt. Woran hat das gelegen?
Nun ja, ein Amtsbonus kann eben auch ganz schnell ein Amtsmalus sein, weil natürlich alles, was nicht so gelaufen ist, auch mit meiner Person in Verbindung gebracht wird. Auf der anderen Seite hat ja die Umfrage, die auch der Generalanzeiger mit initiiert hat, gezeigt, dass sich knapp 90% der Menschen bei uns in Bonn wohl oder sehr wohl fühlen. Und ich stehe für diese Kontinuität. Ich möchte, dass sich die Menschen auch weiterhin wohlfühlen, vielleicht noch ein bisschen wohler als bisher. Und dafür trete ich an, auch in den nächsten 5 Jahren. Also wir haben die Umfrage natürlich auch analysiert, durchgesehen, haben auch verglichen mit anderen Großstädten in NRW. Und in der Tat waren, unabhängig davon, welche Kritikpunkte an den amtierenden Bürgermeistern oder Oberbürgermeistern geäußert wurden, die Zufriedenheitswerte in der Regel relativ hoch. Und ich hätte jetzt fast gesagt, in Bonn waren sie vielleicht rheinisch hoch. Und dass die Bonner ihre Stadt lieben, da ist, glaube ich, beißt die Maus keinen Faden ab. Ist das zwingend etwas, was man dann auf sich ummünzen kann, wäre meine Frage. Und gibt es nicht gerade in jüngerer Zeit auch, wir fangen an bei Urban Soul, wir machen weiter mit der Beethovenhalle, Kritikpunkte, ja, die in der Tat Ihnen als Amtsinhaber dann eben nicht zur Ehre gereichen. Ja, das ist so. Das ist ja das, was ich eben gerade gesagt habe. Trotzdem fühlen sich die Bonnerinnen und Bonner in ihrer Stadt wohl. Und das spricht ja dafür, dass nicht alles falsch ist, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben und was auch mit von der CDU als stärkste Fraktion im Stadtrat mitgetragen worden ist. Wir müssen jetzt aus der Stadtratswahl müssen wir die Schlüsse ziehen, die wir erkennen können, müssen darauf unser Handeln abstimmen. Und ich persönlich werde mich darum bemühen, beim zweiten Wahlgang am 27. September mehr als 50% der Stimmen zu bekommen. Dafür strenge ich mich an. Dafür steht auch mein Wahlkampfteam in den Startlöchern für die letzten 2 Wochen. Und ich bin zuversichtlich, dass es mir gelingt, die Menschen davon zu überzeugen, dass hier Kontinuität erforderlich ist. Und zwar sowohl, was das Verwaltungshandeln anbelangt, aber auch, was die Repräsentation unserer Stadt anbelangt. Wenn man auf die Bonner Stadtkarte guckt und sich die Zahlen für die Stadtratswahl anzeigen lässt, dann hat das Herz der Bonner heute in großem Ausmaß grün geschlagen. Und dann ist da ein Wechsel gewählt worden. Was lässt Sie glauben, dass sich das bei einer Stichwahl am 27. September nicht wiederholt? Nun, das ist ja ein Bundestrend, dass das mehr in Richtung Grün geht. Das haben wir im vergangenen Jahr bei der Europawahl auch hier bei uns in Bonn erlebt. Und offensichtlich machen die Menschen da auch tatsächlich im Bereich der Kommunalwahl, sehen die das. Das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz habe ich ja nicht erst seit Fridays for Future auf meiner Agenda stehen, sondern schon deutlich davor. An diesem Thema arbeite ich natürlich weiter, genauso wie an der Verkehrswende. Aber es sind eben auch die Themen wie Sicherheit und Sauberkeit, die bei mir einen hohen Stellenwert haben. Und das sind ja nur die Themen, die die Verwaltung betreffen. Es gibt ja darüber hinaus eben auch noch repräsentative Aufgaben. Und das ist ja nun mal gehört zu den Aufgaben eines Oberbürgermeisters, einerseits sich um die Verwaltung zu kümmern, andererseits aber auch die Stadt zu repräsentieren. Und dafür stehe ich und dafür möchte ich auch weitere 5 Jahre stehen. Sie wollen Gas geben bis zur Stichwahl. Ich sag mal, wenn man heute mit dem designierten Fraktionschef der CDU spricht, dann merkt man, dass heute eher, ich sag mal, Trauer getragen wird. Wie glauben Sie denn, dass Sie Ihre Mann von der CDU bis dahin noch mal wieder mit im Schwung mitnehmen können? Also ich werde natürlich versuchen, die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, weiß aber auch, dass in den Stadtbezirken die Parteifreundinnen und Parteifreunde tatsächlich in den Startlöchern stehen, um für die Stichwahl, auf die wir uns natürlich auch schon vorbereitet haben, um für die Stichwahl noch einmal wirklich auf die Menschen zuzugehen, die Menschen zu überzeugen. Und damit werden wir am Dienstag anfangen. Morgen werden wir uns treffen und all die Dinge besprechen, die wir heute erfahren haben, die wir heute erlebt haben. Und übermorgen geht es dann los mit dem Kampf um den Gewinn der Stichwahl. Die Stadtbezirke waren noch mal ein Stichwort. Wir haben vorhin gesehen, dass außer auf dem Hartberg eigentlich überall die Grünen stärkste Kraft geworden zu sein scheinen. Die letzten Ergebnisse fehlen zugegebenermaßen noch. Was bedeutet das für die Arbeit vor Ort in den Bezirken? Das werden wir eben genau morgen besprechen, was das bedeutet und wie wir mit dieser Situation umgehen. Insofern lassen Sie uns einfach eine Nacht drüber schlafen, morgen die Gespräche aufnehmen. Und ich denke, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und auch im Gespräch über die weitere Entwicklung aus Sicht der CDU. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen da eine ruhige Nacht wünschen kann, soll und ob es die werden wird, aber das werden Sie ja sehen. Also ich
kann eigentlich auch nach solchen Tagen ganz gut schlafen und von daher freue ich mich auf die Gespräche mit den Kollegen von der Kolleginnen und Kollegen von der CDU morgen. Und wie gesagt, ich denke, wir werden uns spätestens am 27. September wieder sprechen. Herr Sridharan, danke. Ich danke Ihnen. Lassen Sie mal Ihr Herz und Ihr Gemüt sprechen. Wie ergeht es Ihnen heute Abend? Ist es das, was Sie erwartet haben? Hätten Sie ein bisschen mehr gehofft? Ein Stück weit ist es das, was wir erwartet haben. Wir wussten, es ist eine ganz schwere Ausgangssituation. Ich bin ja gestartet letztes Jahr nach der Europawahl. Und ich finde, das war ein schöner Wahlkampf. Ich habe viele, viele tolle, nette Menschen in Bonn kennengelernt. Es war ein engagiertes Team. Ich hätte mir natürlich den Einzug in die Stichwahl erhofft. Hat nicht sollen sein. Der Wähler hat gesprochen. Aber ich bin mit mir im Reinen, ich bin zufrieden. Wir haben wirklich gut gearbeitet und jetzt gehe ich zurück nach Bornheim als Dezernentin. Ich hätte mich gern in dieser Stadt, in meiner Stadt eingebracht und Verantwortung übernommen, aber das kann man ja auch an anderer Stelle machen. Wenn man jetzt mal die beiden Werte, den einen Wert, den Sie persönlich erzielt haben und den Wert, den Ihre Partei erzielt, den könnte man ja eigentlich ein bisschen differenzieren. Ich gucke jetzt mal gerade, ob mein Kollege mir das noch mal zeigen kann. Die Oberbürgermeisterwahl finde ich ein bisschen... Genau, wir können die Zahlen gerne einfach noch mal aufschlüsseln. Momentan sind wir bei 151 von 163 ausgezählten Stimmbezirken. Ja, das ist ja schon kurz vor der Ziellinie. Genau, und Frau Bülow ist da bei 20,1% momentan. Herr Sridharan führt mit 34,4% und Frau Dörner ist bei 27,6%. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz die Stadtratsergebnisse für die SPD einblenden könnten, bitte. Genau, da sind wir stadtweit bei 15,5% für den Stadtrat. Ich finde, bei diesen beiden Werten kann man doch eine deutliche Differenzierung schon rausarbeiten. Also ich würde es mal so interpretieren, dass Sie mit Ihrem persönlichen Ergebnis eigentlich entsprechend der Prognosen da gelandet sind, wo man es vermuten konnte. Aber dass Ihre Partei so abgebaut hat, muss doch eigentlich die ganz bittere Pille des Abends für die sozialdemokratische Partei sein. Das ist eine Enttäuschung, darüber werden wir aber auch sprechen. Ne? Warum ist es uns nicht gelungen, unseren Blick auf die Stadt, unsere Ideen für die Stadt noch besser an die Wählerin, an den Wähler ranzubringen? Warum ist es uns nicht gelungen, auch das, was uns immer wieder aus der Bevölkerung gesagt wird, den Unmut auch über die Politik in dieser Stadt, und die wurde ja bis heute verantwortet von einer Koalition aus CDU, Grünen und FDP, dass das eben nicht dazu führt, dass eine Oppositionspartei, die auch wirklich, wie ich finde, gut gearbeitet hat in den letzten Jahren, dass die die Anerkennung bekommt oder die Unterstützung bekommt. Da müssen wir uns mit befassen. Die bundespolitische Situation Ihrer Partei wird ja wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben, dass im Moment, sage ich mal, die SPD mit ihren programmatischen Zielen so nicht überall rüberkommt. Wie sehr macht das einer Bonner SPD zu schaffen? Das macht uns allen zu schaffen, weil das natürlich nicht, wir würden gerne Erfolge feiern. Aus meiner Sicht sind wir eigentlich gut aufgestellt, wir arbeiten hart. Es ist natürlich schwer, gegen einen Bundestrend anzukommen. Auch auf Bundesebene sehe ich, dass viel aus den Koalitionsverträgen umgesetzt wird, aber es gelingt uns nicht, das gut auch zu verkaufen oder einfach darauf hinzuweisen. Und da müssen wir wirklich überlegen, wie können wir da unsere Strategie sehr verändern. Nun bleibt ja die Rolle Ihrer Partei dann vermutlich in der Opposition. Ist es für eine Oppositionspartei schwierig gewesen, sich in diesem speziellen Wahlkampf thematisch zu behaupten? Also ich ziele jetzt mal mit der Frage auf Corona. Also auf Corona. Also Corona war natürlich schwierig für uns, weil wir sowieso viel weniger, viel schwerer die Menschen erreicht haben. Es ist schwierig. Also wir erleben immer noch die Menschen, also Bonnerinnen und Bonner glauben, dass die SPD in Verantwortung steht in Bonn. Also die ein Teil der Koalition ist. Das ist ganz, erleben wir immer wieder, dass kommunalpolitisch das schwer ist zu erklären. Wie ist die Lage eigentlich im Rat? Wer hat welche Beschlüsse zu verantworten? Das muss uns in Zukunft besser gelingen.
Als Sie mitbekommen haben, wann das Gericht den Termin gesetzt hat beim Thema WCCB, so kurz vor der Kommunalwahl, was war da Ihre erste Empfindung? Dass es schon hart ist. Es ist ein wichtiger Gerichtstermin gewesen. Wir wussten, dass der kommt. Er wurde terminiert. Meinen drei Sie, Tage das, vor der Wahl. Das könnte noch mal. Das weiß ich nicht. Wir hatten ja viele zu dem Zeitpunkt schon viele Briefwähler. Ich kann das nicht beurteilen. Es war natürlich für uns schwierig. Schwierig war auch die Prognose, also die Umfrage. Die ist in der Kommunalpolitik wirklich schwierig zu verkraften, weil natürlich damit entweder Euphorie einhergeht oder eben, nicht Resignation, aber es dämpft schon, war ein Dämpfer in der Hoffnung, wie es ausgehen würde, auch in der Ratswahl. Und das ist für die ganzen Ehrenamtlichen, die unterwegs sind, war das schon schwer, das zu verkraften. Dann kam noch die Urteilsverkündung. Ja, es war nicht einfach, aber es war insgesamt eben kein einfacher Wahlkampf. Die Corona-Bedingungen haben uns alle zu schaffen gemacht. Aber wenn man auf Angreifer ist, ist es, glaube ich, noch schwieriger, als wenn man eben als Amtsinhaber oder Mitglied des Bundestages mehr in der Presse steht, als wenn man kandidiert und sich erstmal bekannt machen muss. Aber die Zeichen bleiben auch in der nächsten Wahlperiode auf Angriff. Ja, natürlich. Also wir haben auch ohne Sie. Ja, wir haben, also das müssen wir überlegen, in welcher Rolle auch ich mich da wieder einbringen kann. Ich bin Bonnerin, mir liegt die Stadt am Herzen und ich werde meinen Anteil dazu beitragen, dass es in Bonn vorangeht. Ich hätte das gerne an anderer Position gemacht. Ich hätte, glaube ich, gute Ideen gehabt und ich hätte vor allen Dingen eine andere Sicht auf Verwaltung mitgebracht. Aber jetzt werde ich erstmal in Bornheim arbeiten und in Bonn im Ehrenamt dann eben mich auch noch engagieren. Gut, vielen Dank für die Einschätzung und alles Gute für die nächste Aufgabe, die ansteht, die Sie dann weitermachen. Okay. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, ja. Guten Abend, Herr Faber. Wie fühlt sich der Abend für Sie an? Ganz gut bislang, muss ich sagen. Also das Ergebnis für die Linke bei der Ratswahl weist noch bislang kleinere Zugewinne auf. Natürlich würde man gerne erheblich zugewinnen, aber nach der Umfrage, die wir vor knapp zwei Wochen sehen mussten, hatten wir erstmal mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Das haben wir jetzt gedreht. Und das ist, denke ich, ganz gut. Und mit der Grundlinie, dass die CDU in Bonn abgestraft wird und aus ihrer dominierenden Rolle verdrängt wird und sich dadurch hoffentlich auch neue Mehrheiten ergeben, progressive linke Mehrheiten, denke ich, kann das ein guter Tag und guter Abend für Bonn werden. Und für Sie persönlich, Sie sind ja als OB-Kandidat gestartet und unter uns kann man ja ganz ehrlich sagen, dass Sie das gewinnen, hatten Sie vermutlich selber nicht erwartet. Wie sieht es da für Sie aus und was sagen Sie zu dem Rennen, was sich da abzuzeichnen scheint zwischen dem Amtsinhaber Sridharan und seiner Herausforderin Katja Dörner und bisher zumindest, wie wir sehen, eigentlich ja auch ganz achtbaren Ergebnissen, die Frau von Bülow da einfährt? Ja. Also ich finde, das Oberbürgermeisterwahlergebnis ist für den amtierenden Oberbürgermeister, letzte Zahlung glaube ich 33% von 50 kommen, finde ich eine Katastrophe. Da haben die Bonnerinnen und Bonner schon, glaube ich, ein ziemlich deutliches Zeichen gegeben, dass sie hier den Wechsel wünschen. Mein Ergebnis ist in Ordnung. Dass ich als linker Kandidat jetzt hier keinen Erdrutschsieg einfahre, ist nicht die Riesenüberraschung, sodass ich mit dem Ergebnis auch ganz gut leben kann. Das ist ja auch nochmal ein guter Tacken über dem prognostizierten Umfrageergebnis. Und jetzt kommt es dann wohl auf eine Stichwahl zu. Und dann wird Bonn entscheiden müssen, ob es den Wechsel wählt. Und das ist etwas, was ich am Ende begrüßen würde. Was machen denn die Linken mit denen, die ihre Stimme bei Ihnen abgegeben haben? Gibt es da eine Wahlempfehlung für eine Stichwahl oder wie wird das aussehen? Also das entscheidet natürlich jede Wählerin und jeder Wähler für sich souverän. Das finde ich ist auch zu respektieren. Ich spreche jetzt für mich. Und für mich ist klar, dass ich in einer Stichwahl zwischen dem CDU-Kandidaten Sridharan, dessen Bilanz als Oberbürgermeister ich sehr schlecht finde, und einer Kandidatin Katja Dörner von den Grünen meine Stimme Katja Dörner geben werde. Sie haben mitgemacht bei der OB-Wahl. Was war daran für Sie wichtig? Ist das eine Präsenz, um die es geht, gerade in so einem Corona-geschüttelten besonderen Wahlkampf? Oder warum tritt man da an, obwohl man eigentlich weiß, dass der Erdrutschsieg nicht kommen wird?
ich trete dort an, weil ich Ideen für die weitere Entwicklung Bonns habe, für die ich auch im Stadtrat kämpfe und mich entsprechend einsetze. Und diese Ideen wollte ich in die Diskussion tragen, damit Akzente setzen, Themen, die andere so nicht einbringen. Und deshalb ist es für mich eine Frage der Konsequenz gewesen. Wenn man jahrelang im Stadtrat arbeitet, sich an den anderen Parteien auch reibt und Alternativen dazu entwickelt, dann finde ich, ist es konsequent, auch bei dieser Oberbürgermeisterwahl nicht zuzuschauen, sondern selbst den Hut in den Ring zu werfen. Und das habe ich gemacht. Und am Ende sich einen Ruf erarbeitet, der selbst ihrem politischen Gegner ja manchmal Anerkennung und Achtung sozusagen einimpft. Das ist natürlich immer schön. Genau, klar. Man freut sich, wenn es positives Feedback gibt. Und das habe ich durchaus an vielen Stellen auch bekommen. Das freut mich. Ich weiß, dass es etwas polarisiert war, welche von den beiden Kandidatinnen noch in die Stichwahl kommen. Das hat, glaube ich, auch den einen oder anderen, bei dem ich Sympathien gewinnen konnte, am Ende dazu geführt, dass er oder sie die Stimme für Katja Dörner oder auch Lissi von Bülow abgegeben hat. Das ist einfach ein taktisches Motiv. Das ist aber auch in Ordnung. Das entscheidet jeder für sich. Und mit den Ergebnissen kann ich leben. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend weiterhin. Dankeschön, Ihnen auch. OB-Kandidat der FDP, ich begrüße Sie. Ja, ich begrüße Sie auch herzlich. Sie sind ja auch nun jemand, der schon viele Jahre in der Bonner Kommunalpolitik aktiv ist. Was ist das für ein Abend für Sie mit einer Veränderung, die man schon irgendwie ein bisschen als Erdrutsch sehen muss, oder? Ja, ich mache ja schon ziemlich lange Politik für die FDP und ich muss auch sagen, die Stimmung an den Wahlständen und das Engagement unserer jungen Truppe im Wahlkampf hat eigentlich andere Bände gesprochen, aber offensichtlich hat sich das nicht transportiert auf die Wählerschaft. Denn mit dem Ergebnis, was wir jetzt haben, zwar oberhalb von 5%, aber wir hatten ja doch eine andere Hoffnung für ein deutlich besseres Ergebnis. Das enttäuscht schon etwas. Woran hat es gelegen? Haben Sie da kein Profil zeigen können? Haben Sie nur die Stammwähler erreicht? Was ist in einer heutigen ersten Analyse da Ihr Ansatz? Ja, ist natürlich schwer, weil eine erste Analyse zu machen, weil man sich jetzt tatsächlich mal alle Wahlbezirke im Einzelnen angucken muss. Mhm. Also ich zum Beispiel in Buschdorf habe über 10% der Wählerstimmen bekommen. Wir haben aber auch Wahlbereiche, Wahlbezirke, da haben wir nur 2% bekommen. Und da müssen wir uns dann fragen, ne, liegt es daran, dass wir da unsere Themen nicht nach vorne gebracht haben? Am engagierten Wahlkampf insgesamt kann es nicht gelegen haben. Es kann nur in der Anzahl der Plakate gelegen haben. Aber man muss immer vor Ort gucken. Hat es vor Ort vielleicht ein Bauprojekt gegeben? Irgendetwas, was die Leute sozusagen mobilisiert hat, aber dann eben offensichtlich wie die Themen nicht aufgegriffen haben. Und ich glaube, ein Stück weit muss man jetzt auch mal zur Ehrenrettung der vielen FDP-Kämpfer vor Ort sagen, war der Bundestrend für die FDP natürlich auch nicht förderlich. Und die Parteien, die haben wie Bürgerbund oder Volt, die haben keinen Bundestrend. Ja, die sind ja gar nicht bundespolitisch, zumindest mal der Bürgerbund, nicht organisiert. Also insofern, das sind dann sehr lokale Ergebnisse und da müssen wir vielleicht in Zukunft mehr hinschauen. Ist es denn der Bürgerbund, den Sie quasi als Ihren Hauptmitbewerber sehen, um die Stimmen der Menschen, die Sie erreichen können? Nein, weil der Bürgerbund ist gar nicht in der Konkurrenz zu unserer Wählerschaft. Mhm. Der Bürgerbund ist ja aus meiner Wahrnehmung der letzten 6 Jahre eher eine Protestpartei. Der nimmt Bürgerprotest auf und gibt ihm ein Sprachrohr. Das ist seine Rolle. Das ist aber nicht die Rolle, die wir wollen. Unsere Rolle ist eigentlich der Sachwalter, eine sehr sachliche Rolle, auf die Stadtfinanzen aufzupassen, uns für die Wirtschaft einzusetzen, für die Arbeitsplätze. Also ganz andere Themen als das unter anderem der Bürgerbund, aber auch andere. Ich meine, wir unterscheiden uns auch von den Linken. Ja, während wir der Wirtschaft helfen und eher über Steuersenkung bei der Gewerbesteuer nachdenken, wollen die Linken sie ja eher erhöhen. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich mich nicht sehr irre, hat zumindest der linke UB-Kandidat Michael Faber eine FDP-Freundin, Parteifreundin von Ihnen geehelicht, oder? Ja, das ist auch in Ordnung, genau. Das müssen die ja ausmachen untereinander. Aber die kann sich auch durchsetzen. Also ich denke mir, das wird manchmal so interessant bei denen zu Hause. Ja, das ist in der Tat auch eine Paarung, wo man also gar nicht bei den Personen, sondern bei den Parteizugehörigkeiten neugierig wird. Wobei ich ja auch persönlich mit Dr. Faber gut auskommen. Ne? Also das ist ja nur inhaltlich sind wir eben unterschiedlich. In der Tat habe ich ihn auch gefragt, Michael Faber, was ich von Ihnen auch gerne wissen möchte, nämlich warum kandidiert man als OB-Kandidat, wenn man sich doch eigentlich ausrechnen kann, dass man da nicht im großen Rennen um die Stichwahl dabei sein wird. Was ist dabei wichtig? Ist es die Präsenz, die man dadurch zeigt? Sie haben ja auch darauf hingewiesen, Ihr persönliches Wahlergebnis eigentlich sehr am oberen Rand der FDP. Hat das damit zu tun, womöglich? Ja, zum einen ist mir schon klar, dass es sehr schwer sein wird, als Liberaler hier Oberbürgermeister zu werden. Diese Stadt hat ja über Jahre CDU, danach SPD-Oberbürgermeister gehabt. Aber es gehört für mich zur Demokratie dazu.
zu sagen, die Leute müssen auswählen können. Und wenn alle, die meinen, ich habe keine große Chance, nicht antreten, wird es auch nie zu einer Auswahl kommen. Also insofern war es das eine zu sagen, es gehört für mich als Demokrat dazu, dass man sich anbietet. Man muss es sich auch zutrauen, das hätte ich durchaus ja auch getan, sonst wäre ich nicht angetreten. Es ist aber auch gerade bei Wahlen, die sich sehr konzentrieren auf die Oberbürgermeisterposition, natürlich wichtig, dass man einen aufstellt, weil auch man nur über diesen Wahlgang auch FDP-Positionen nach vorne bringen kann. Und letztlich die Präsenz zeigen bei Veranstaltungen. Genau, die Präsenz zeigen bei Veranstaltungen, denn viele Veranstaltungen hätten ohne uns stattgefunden, wenn wir keinen eigenen Oberbürgermeisterkandidat aufgestellt hätten. Also das war auch mit eine Motivationslage der Partei. Bonn zeigt sich heute Abend grün eingefärbt, zumindest in weiten Teilen. Ein Kurzkommentar von Ihnen dazu? Ja gut, das ist ein allgemeiner Trend. Jetzt in vielen Kommunen, dass sie grün eingefärbt sind. Sie sind nicht ganz so grün eingefärbt, wie die Grünen damit gerechnet haben. Sie werden beweisen müssen jetzt, was sie anders machen als eine FDP eingefärbte Politik. Also insofern bin ich mal gespannt, was jetzt im Stadtrat an Initiativen von der Grünen Fraktion kommt, die sie auch umsetzen. Herr Hümmrich, vielen Dank. Ja, gerne. Einen schönen Abend. Wünsche Ihnen auch. Danke.